gleichzeitig. Der 100 Meter Endlauf, das A-Finale von Dezo. Denise, das ist gleichzeitig. Der 100 Meter Endlauf, das A-Finale von Dezo. Denise, das ist dein Part. Wer ist vorne? In meinen Augen ist das die Bahn 4 und das ist schon an Gisako. Aber jetzt kommt der ja, zum dritten Mal in Folge gewonnen. Ja. Aus die Lanka Yu von Elbikom. Wer hätte es gedacht? Der schnellste Mann Asiens. 10,97 mit 0,2 Meter Gegenwind pro Sekunde. Er hat es wieder getan. Ihm gelingt der Hattrick. Ist ja unglaublich. Er schlägt den derzeit schnellsten Mann der Welt. Tja. Yuki Abikon, wir haben also nicht umsonst geübt vom Spiegel diesen Namen. Schauen Sie mal, wenn Sie es sehen können, vielleicht bei der nächsten Großeinstellung erstmal nochmal das Rennen hier. Klar, die Kraftpakete, die haben auf den ersten 30 Meter die Nase vorn, aber dann hat er die längsten und die schnellsten Beine. Dreimal Sieger in Dessau. Der Vollständigkeit halber möchte ich trotzdem einmal sagen, er heißt Yupon Abikon Moody in Selago. Und genau dazu, liebes Leichtathletikpublikum, haben wir diese Woche noch telefoniert mit Jens-Jürg Rieck. Kennen Sie, das ist der Mann, der in Peking die Pfanne heiß hatte bei den Langläuferinnen. Ist natürlich auch unter Leichtathletik-Freunden bekannt. Und gerne, wenn einer weiß, wie der Kollege aus Sri Lanka herausgesprochen wird, dann ist es Jens-Jürg Rieck. Wir haben ihn erwischt auf einer Bahnfahrt und wir haben ihn kalt erwischt. Das von unserem Chef ausgelobte Bier, das hat sich der DJ nicht verdient. Aber jetzt, wo dieser junge Mann zum dritten Mal in Dessau gewesen wird, das mit einer auf 10,06 korrigierten Zeit, vielleicht merkt sich dann auch der Kollege Rieck diesen Namen für das nächste große Ereignis. Davon soll es ja diesen.